Willkommen zum Taumanova Reaktorniederschlag. Dies hier ist der letzte Teil einer Eventkette, der einen Säuberungsgolem beinhaltete, der dann irgendwie detoniert ist und zu einem riesigen Feuerelementar wurde, wie man hier unschwer erkennen kann. Und dieses Event ist dermaßen LOL, dass ich das einfach mal hier zeigen muss. Für alle, die es nicht gesehen haben oder verpasst haben. Denn da, wir sterben hier schon seit circa einer Stunde rum. Das Viech hier hatte gerade mal die Hälfte seiner HP verloren. Wenn man einmal von diesen Kreisen getroffen wird und die ganzen Wellen hier rumfetzen, ich meine, gut, ich bin Level 13, aber alle anderen werden auch gewonnen von dem Zeugs. Jedenfalls, wenn man einmal getroffen wird, ist man direkt dead da. Bin ich gerade noch ausgewichen. Aber man, wenn die auftauchen, sind die auch sofort, machen die auch sofort so Schaden und werfen einen um und dann bleibt man in der Feuerkacke liegen und stirbt dann da drin. Ja. Und dann diese Feuerdinger da. Da hat man gerade gesehen, man hat es kaum gesehen wegen den ganzen Effekten drumherum, aber es hat mich gestriffen und direkt drei Viertel meiner HP abgezogen hat. Es ist auch keine Zeit für die Leute hier denen zu helfen, weil wenn man stehen bleibt, ist man auch so gut wie tot. Da. Boah. Ey. Das ist so geil, das Event. Sogar sterben macht hier Bock. Einfach nur, weil es einen Grund hat, dass man stirbt und nicht, weil man vor Langeweile mit dem Kopf auf die Tastatur knallt und dann merkt, dass man schon tot ist. Aber langsam wird's. Am Anfang war da noch das Problem, dass sich kaum einer reingetraut hat. Deswegen waren hier schon wieder zu wenig und oh mein Gott, die Elementare da, die nerven auch ein wenig und oh mein Gott, ich kann nicht mehr ausweichen können. Ah, es geht noch. Ich lebe zumindest noch. Mal gucken, ob hier hinter auch diese Feuerkreise spawnen. Sonst kann ich mich hier ausruhen. Ja, sie spawnen. Also, wenn man hier out of... oh, mal gucken, ob ich ihn noch schaffe zu retten. Ja, sieht gut aus. Oh mein Gott, geschafft. Und wie gesagt, wir sind hier schon eine Stunde dran. Oh shit. Jetzt geht meine Konzentration langsam den Bach runter, weil ich bin hier schon ziemlich lange drin an einem Stück. Wow. Oh, okay, jetzt bin ich tot, oder? Nee, doch noch nicht. Boah. Noch einmal kurz heilen. Scheiße, jetzt bin ich tot. Weil wenn man im Downstate hier rumliegt mittendrin, dann ist man tot. So sicher wie das Arm in der Kirche. Obwohl, mich trifft gerade nichts. Komm schon, das könnte noch klappen. Komm schon, komm schon, komm schon. Hammer, heile mich. Ja! Oh mein Gott, das habe ich ja noch nie geschafft, hier im Downstate durchzukommen. Das ist Premiere jetzt. Oh, hier ist... Das könnte man noch schaffen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die AOE-Zones sich hier verringern, die Menge von den Dingern. Mal ein bisschen hier Schild gegen die Elementare. Oh scheiße, ist das eine falsche Richtung, Mann, oder? Es sind auch gerade niedrige FPS, weil ich mit Fraps und auf höchster Quali ab 15 FPS. Hier ist auch extrem viel los. Aber es ist trotzdem viel ruhiger als die vorherigen Beta-Events. Es ist gut spielbar immer noch, aber ein bisschen nervig, weil es ein bisschen mit Fraps ruckelt. Aber das ist ja in Ordnung mit Fraps. Das geht ja auch übelst auf die Performance immer. Das ist ja Standard. Boah, der hat, wie man sieht, der Feuerelementar hat immer noch die Hälfte seiner AP. Das könnte auch daran liegen, dass ich hier eigentlich mehr kämpfe darum, am Leben zu bleiben, als dass ich ihm Schaden mache. Nur beim Vorbeilaufen mal ein bisschen was am Mitgeben und da habe ich mich auf den Schaden konzentriert und schon bin ich tot.
Aber jetzt bin ich auch richtig tot. Ja. Oder? Könnte ich es noch schaffen? Könnte ich es noch schaffen? Oh Gott. Wenn das jetzt das zweite Mal ist, dass ich es hier mittendrin schaffe. Aber es müsste jeden Moment so ein Feld auf mir platziert werden, wo ich drauf gehe. Oder da bin ich tot. Jetzt bin ich tot. Genau das meinte ich. Aber wie gesagt, die Felder waren vorher viel häufiger. Und hier porten wir uns dann wieder zurück. Hier habe ich dann wieder 30 FPS, weil hier die Effekte nicht da sind. Hier in diesem Gebiet ist das. Mal kurz gucken, wie es heißt. Moridian Hochland Tamanova Reaktor. Hier oben ist das. Und das alles ist in der Provinz Metrika. Neben Ratasum. Nordöstlich. Wenn da mal Interesse besteht. Aber das Problem ist auch, glaube ich, hier jetzt, dass ziemlich wenige überleben einfach die ganze Flammenkacke und ziemlich wenig Schaden auf den Elementar geht. Und dann sagen noch einige, sie sollen auf die Ads gehen, aber das halte ich für nicht so effizient, weil die Ads kann man ja getrost ignorieren, wie ich das gerade gemacht habe. Die teilen sich ja gut auf über die ganze Menge. Also, weil von den Ads merkt man nicht so viel. Hauptsache der Elementar geht down, weil die Ads, die sind eh unendlich, die respawnen wieder, also macht das keinen Sinn, auf die Ads zu gehen. Oh. Ja? Wieder bin ich. Oh Gott, der ist richtig tot. Das heißt, es dauert länger, viel länger. Ich muss jetzt achten, dass ich nicht sterbe. Oh Gott, jetzt sind die... Oh, jetzt nervt er. Ja, aber die Ads, die machen auch nicht viel Schaden. Also, am besten den Boss newton und fertig. Aber wie gesagt, hier kommt nicht so viel Schaden auf den Boss drauf. Oh Mann. Oh, oh. Oh Gott, oh, mein Schild blockt die Dinger nicht. Das wäre auch zu cool gewesen, wenn ich das geblockt hätte. Das Flammending. Ja, jetzt bin ich wieder tot. Ich hätte auch genauso gut ausweichen können, anstatt mal den Schild einzusetzen gegen das Flammending. Aber ich wollte einfach mal ausprobieren, ob das was nützt gegen die Dinger. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das nichts nützt. Weil das ist ja sowas ähnliches wie ein Boss und so Boss-Attacken, die... Das sind ja immer so Ausnahmen. Aber wäre extrem cool, wenn man die mit dem Schild blocken könnte. Dann könnte man der ganzen Gruppe Sturm freigeben, indem man dieses Schild hier setzt, den Reflexionswall. Aber vielleicht zählt das, liegt das daran, dass das nicht als Projektil zählt, weil das ja so ein Bodenzauberding ist, was zu einkommt. Daran könnte es liegen. Vielleicht würde es funktionieren, wenn die Dinger fliegen würden und als Projektile durchgehen würden. Wurde die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Wer weiß das schon? Die Dinge werden nie wieder so sein wie zuvor. Aber das Viech geht langsam kaputt. Ich denke, ich werde das nicht eher gut sein lassen, bis das Viech liegt. Und dann ist es auch wirklich verdient gewesen, ey. Wir haben über eine Stunde rumgewiped hier. Die ganze Gruppe. Oh, jetzt kann ich hier gar nicht durch. Oder hier dran vorbei. Und der Feuerelement hat, man sieht, seine HP verflüchtigen sich mit der Zeit. Wenn auch nur sehr langsam. Das ist aber auch extrem beeindruckend, das Vieh. Einfach nur so ein wirbelnder Haufen Kot. Oh mein Gott. Eine bessere Position. Ey. Oh. Komm schon. Nur weil ich da gehangen habe an der Ecke. Oh, jetzt bin ich tot. Ja, und das ist es. Man wird
eigentlich direkt gewonnen. In den meisten Fällen. Wenn man Glück hat, nicht. So wie es am Anfang war. Aber es ist echt geil. Wenn man das nicht mehr gewohnt war, so lange Zeit. Und vor allem die Strafe ist ja auch dafür, dass man verreckt, ist ja auch nicht so enorm, dass man jedes Mal vor Frust halb kaputt geht. Man spawnt daneben, kostet ein bisschen Reparatur und fertig ist. Hier die Reparatur. Und das ist ja auch egal dann. So, und jetzt müsste er auch bald liegen. Ein bisschen Konzentration und dann klappt das. Ein bisschen viel. Und das ist ein komplett random Event, welches nicht kein Raid ist und völlig in der offenen Welt ist. Und für sowas muss man 80 Level rumgrinden bei Spielen wie WoW. Bisher jedenfalls. So. Fliegen wir vor einer Skrit-Horde in ein Azura-Portal und dann? Ich möchte nach Hause. Als der Reaktor hochging, wurde die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Manche Dinge werden nie wieder so sein wie zuvor. Ich hoffe, ich laufe diesen Weg jetzt zum letzten Mal. Denn es neigt sich ja stark dem Ende zu hier mit dem guten Elementar. Guten. Hoffe ich. Ja, da die HP. Nur noch ein Hauch seiner selbst, der Elementar. Mein Gott! Und ich aber auch, wenn ich nicht aufpasse. Ich renne jetzt hier an den ganzen Leichen vorbei. Nicht, weil mir das egal ist, sondern weil ich meine Konzentration... Da muss man echt alles auf, aufs Überleben hier und ein bisschen aufs Schaden machen hier draufballern. Jedenfalls muss ich das. Vielleicht haben andere einen größeren Pool von Konzentration. Aber das ist einfach nur geil. Oh mein Gott, nein! Scheiße, ich wollte gerade... Oh, noch geschafft. Boah, krank, ey. Oh mein Gott, jetzt die Elementare gehen mir nicht. Das, oh, jetzt sehe ich nichts. Oh. Jetzt bin ich in die Ecke gelaufen mit meinem Kamerad. War. Oh mein Gott. Vielleicht überlebe ich es noch. Hammer mal rausholen. Nee, überlebe ich. Krass, ey. Aber bald liegt der Elementar. Höchstens noch zweimal sterben. Je nachdem, wie gut ich überlebe. Das Damage machen kommt ja nebenbei mit Auto-Attack.
gut, dass es dann noch Auto-Attack gibt, ey. Wenn man immer noch die Attacken selber noch drücken müsste, ich glaube, das würde ich komplett vergessen beim Ausweichen und so. Obwohl, naja, das geht wohl, aber... Die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Manche Dinge werden nie wieder so sein wie zuvor. Das ist komfortabler so, sag ich mal. Ach ja. Meine Rüstung geht langsam in der Fritten. Aber egal, solange sie noch... Oh Gott, gleich geht er down, gleich geht er down. Dann ist der... Oh mein Gott, jetzt darf ich nicht übereilen hier. Ich renne jetzt schon durchs Feuer durch. Gleich ist er nett. Und das nach über einer Stunde, ey. Wenn das nicht verdient... Oh nö! Oh scheiße, jetzt sehe ich ihn nicht sterben. Oh Gott, jetzt habe ich es echt... ich bin so nervös, ey. Oder beziehungsweise... Jetzt geht er down, während ich weg bin. Aber das Event wird gleich hier aufploppen, wenn er down geht. Komm schon, schneller. Ah. Nee, das ist noch das Event von gerade. Ist noch nicht down. Aber es dauert auch, dass der Fitzel, wenn man sich vorstellt, wie lange die komplette Länge der HP gedauert hat. Als der Reaktor hochging, wurde die Struktur der Welt von innen nach außen gekehrt. Manche Dinge werden komm nie schon, wieder schneller. So sein wie zuvor. Dann sehen wir ihn noch down gehen, explodieren. Ich glaube, dann stelle ich mich einfach davor. Ist zwar nicht ganz fair, aber fein. Weil bevor ich nochmal einfach... Ah, oh, und er ist noch da. Mit einem Fitzel HP bestimmt. Ja? Ja, gleich geht er down. Noch einmal draufkacken. Ob ich das... Ich will den letzten Schlag machen. Oder beziehungsweise zu den letzten Schlägen beitragen. Das ist mir einfach zu jämmerlich, da vorzustehen und nichts zu tun. Gleich ist er down. Ich darf jetzt bloß nicht sterben, damit ich das miterlebe. Dann ging ja noch alles gut. Oh mein Gott, geht das geil. Gleich müsste er sterben. Oh Gott. Ich muss jetzt meine Atmung kontrollieren, sonst hyperventiliere ich und krepiere elendig mitten im Video. Was aber auch was hätte, fände ich. Bloß, das müsste sich dann bloß irgendwie noch hochladen. Verdammt! Oh Gott! Wieso stirbt er denn nicht, ey? Oh. Komm schon. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, nein, nicht da rein. Gott, ey. Oh Gott, 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 oh Gott. Die ganzen Elementare, ich muss immer in Sicherheit. Irgendwie raus hier. So, jetzt kann ich mich nochmal vorstellen. Vielleicht geht er noch down. Hier ist man einigermaßen sicher hier vorne. Hier hinten meine ich. Hier ist im Gegensatz zu da vorne, ist nämlich hier sozusagen Chill-Bereich. Aber ich darf meine... Mein Blick hier, weil hier sind auch noch ein paar Mobser, die machen gar nichts, die sind lächerlich. Sind die hier. Die kann man so wegpusten. Auch wenn die 15 sind und nicht nur 13. Ob das Event wohl ordentlich EP gibt, dann wenigstens. Boah, hier. Wenn man das mal wenigstens in Zahlen sehen könnte. Der hat einfach nichts mehr, aber. Ah! Da ist er down. Bam! Über eine Stunde. Was? Bronzebeteiligung? Ich habe hier über eine Stunde mitgekämpft. Lol. Egal. Keine Ahnung, was das soll. Oh. Ja, Bronze, Mann. Wie geht nochmal der Sagen? Oder im Moment. Say. Ah. Jo, mal ganz hier. Aber es war lustig und der Spaß ist doch schon genug Belohnung. Das war saugeil sogar. Ja, was heißt Frechheit? Das ist eine Beta.
Wer weiß, ob der überhaupt so knackig sein sollte. Ich meine, ist cool, aber wer weiß das schon, ne? Und das ist hier daran, ich finde, das kommt mir sehr buggy oder ungewollt vor, dass jetzt hier für Bronze gibt, danach über einer Stunde draufkloppen. Und ja. Gut, aber das war's jetzt mit meinem Asura-Wächter. Das war einfach nur geil, muss ich sagen. Ja. Mehr ist dazu eigentlich dann nicht mehr zu sagen. Das jetzt kann das jeder sehen, der nicht dabei war. Und ein wenig teilhaben, hoffe ich. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.